Trotz all der Kritik, die Marke ist einfach gigantisch. Pokémon Masters, das neueste Smartphone- und Tablet-Game aus dem Pokémon-Universum, hat innerhalb der ersten 4 Tage gigantische 10 Millionen Downloads erreicht. Damit hat es bereits Fire Emblem Heroes oder Dr. Mario World überholt in puncto Install-Base. Die wirklich wichtige Frage aber ist, wie viel Umsatz hat das Spiel erwirtschaftet? Dazu gab es noch keine Zahlen. Schauen wir uns aber mal die Werte der anderen Nintendo-Smartphone-Games an, dann ist zu erwarten, dass da richtig Kohle gemacht wurde. Zur Erklärung, die Grafik, die ihr gerade seht, zeigt euch in blau die Umsätze im ersten Monat und in schwarz die Install-Base im ersten Monat an. Ganz wichtig, das Ganze ist eine Analyse bzw. Schätzung. Das ist jetzt nicht hundertprozentig akkurat, diese Zahl, aber die Tendenz, die stimmt. Es ist also durchaus denkbar, dass Pokémon Masters den Umsatz von Fire Emblem Heroes schlagen konnte, da auch die Monetarisierungsstrategie in eine ähnliche Richtung geht. Wir sind gespannt auf die ersten Zahlen. Pokémon ist und bleibt halt ein Monster-Franchise. Fick dich! Ich glaube, da war die Tür drin. Hurenbock! Warum hast du noch nie was über das... Pokémon ist und bleibt halt ein Monster-Franchise. Egal auf welcher Plattform und mit welcher Art von Spiel. Borderlands 2 bekommt eine VR-Version für den PC. Ja, richtig gehört, Borderlands 2. Die VR-Version gab es bereits für die PS4 und schafft nun auch endlich seinen Weg auf den PC. Welche Headsets offiziell supportet werden, ist noch nicht klar, sollte für den PC aber auch ehrlich gesagt kein größeres Thema sein. Schließlich kann man mit wenigen Handgriffen jedes Spiel auf der Oculus Rift, der HTC Vive oder auch einem Mixed Reality Headset zum Laufen bekommen. Ob man allerdings Borderlands 2 wirklich überhaupt in VR spielen möchte, ja gut, das ist eine andere Frage. Dieses Ding dagegen wollen richtig viele Leute spielen. Astral Chain für die Nintendo Switch ist erschienen und wir dachten erst, der Titel ist etwas untergegangen, aber ja, Bullshit. Das Ding ist in Großbritannien direkt auf Platz 1 gechartet und damit das erste Spiel von Platinum Games, welches als neue Marke direkt auf den Spitzenplatz einstieg. Das hat vorher kein anderes Spiel des japanischen Entwicklers in Großbritannien geschafft. Auch in Deutschland sollen die Verkäufe sehr gut laufen. Wie gut, wissen wir noch nicht. Wir erwarten erste Zahlen am Mittwoch. Das Feedback der Fachpresse zum Titel ist übrigens auch fast durchweg positiv. Was ist eure Meinung zu Astral Chain? Schon gespielt? Wollt ihr noch spielen? Ist geil? Haut eure Meinung in die Kommentare.